Grüß euch zurück bei Just Cause 3. Neue Aufnahmerunde beginnt. In letzter Zeit sind die Folgen ein bisschen zacht daherkommen, das ist mir schon ganz klar. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen eine blöde Zeit und ich habe so gut wie überhaupt keine Zeit. Endlich bin ich wieder mal zum Aufnehmen gekommen. Jetzt habe ich ziemlich genau 14 Tage lang nicht gezockt und ich hoffe, dass ich da wieder reinkomme. Das letzte Mal haben wir da so einen komischen Scanner oder was gesucht und dann auf so ein Gitter befestigt, da kann ich mich noch vage erinnern. Und da ist die nächste Mission freigeschalten und da gehen wir jetzt natürlich auch gleich rein. Vorausgesetzt, ich schaffe das, ich setze mir mal einen Wegpunkt. Na, ein Stückerl müssen wir dahin. Da würde ich sagen, das machen wir gleich. Hoppala. Na, jetzt müssen wir wieder ein bisschen tricky an die Steuerung gewöhnen. Hoppala. Na, das werde ich doch zusammenbringen, erst jetzt. Jawohl. So, irgendwie muss ich genau da drüber über den Berg. Ah, warum das immer so zäh ist mit den Haken, bis er, da muss man so knapp dran sein. Ah, er nimmt den Haken nicht. Jetzt nimmt er ihn. Okay. So. Yeah. Und es geht schon wieder ein bisschen dahin. Bergauf ist immer ein bisschen zart. Das ist schon ganz klar. Was ist denn jetzt los? Also manchmal spackt das schon ein bisschen rum. Zumindest bei mir. Okay, so, und jetzt darauf. Und jetzt starten wir da mal, dass wir da mal ein bisschen schneller sind. Kann man da nicht auch den Haken? Ah, das geht bei mir nicht. Ich verstehe das nicht. Ich muss wirklich so knapp beim Boden sein, dass er diesen Haken erkennt. Was haben wir da eigentlich Feines? Egal. Die wollen mich hier wohl nicht. So, aber jetzt haben wir es gleich geschafft. So, aber jetzt. Yeah. Schauen wir, dass wir da schnell zur nächsten Mission hinkommen. Wow, da unten ist ein Riesending wieder. Irgendeinen Hafen sehe ich da. Ah, was total eigenartig finde ich auch, hört sie die dezente Musik, die da im Hintergrund ist. Das klingt irgendwie so wie so eine, weiß ich nicht, Entspannungsmusik in irgendeinem Spa. Das erinnert mich irgendwie an sowas. Ah, jetzt sind wir gleich da. Ich möchte das jetzt doch nochmal probieren, mit dem Wingsuit den Haken einfach auszuprobieren. Ah, er zeigt mir nicht an. Da, nix. Ich drück. Er nimmt nicht den Haken. Schaut euch das an. Keine Chance. Jetzt hat er den Haken genommen. Da, keinen Haken. Ich kann mich mit den Haken nicht mit dem Wingsuit ziehen, weil er mir keinen Haken gibt. Ah, ja, es ist. Stabilität, euer Opfer, macht mich demütig. Yeah. Da haben wir dann gleich eine Stadt, die wir erobern können. Aber zuerst starten wir da die Mission. Oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf! Dieser Hüftschwung! Was soll das? Ich verstecke mich in aller Öffentlichkeit! Gut, was? Also, dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme?
Wir wären nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut, klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platzangst. Na, Sonderwünsche auch noch der gute Mario. Das werden wir ihm aber gleich anstellen. Der nimmt das Fahrzeug, was ich ihm bringe. So schaut's aus. Okay, damit weiß ich auch, was zu tun ist. Und zwar geht's jetzt nicht um seinen Hüftschwung, sondern darum, ein Militärfahrzeug zu organisieren. Da vorne steht eins rum, sehe ich gerade. Schauen wir uns einmal das ein bisschen näher an. Da müsst ihr dich doch rübersehen zu dem Dingens. Okay, da stehen drei Typen. Die sollte ich doch miteinander irgendwie... So. Ah, ich bin natürlich wieder fehl auf der Steuerung rum. Machen wir es halt so. Haben wir das Fahrzeug? Ja. Ich wollte das eigentlich ein bisschen eleganter lösen. Ah, das sind schon die nächsten Typen. Nein, das ist meine Steuerung, Liebling, schon wieder. So. Was ist mit dem da, Alter? Außer Sichtweite. Okay, haben wir es geschafft. Gut. Ja, alles ein bisschen zart heute. Das ist jetzt natürlich, wenn man so lange nicht spielt, ist ganz klar, da braucht man wieder ein bisschen, um sich an die Steuerung zu gewöhnen. Aber ich denke, ich werde es schaffen. Hallo Mario, da sind wir schon. Komm, steig ein, mein Freund. So. Nur da ist er schon an der fetten Kanone, unser Mario, gell? Leiwand. Ah, der Schlitten gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Okay, den Überläufer erreichen. Ah, da habe ich ihn schon wegpunkt. Das heißt, der Mario schießt, ich muss fahren. Die Seiten zu wechseln. Aha, da haben wir jetzt einen Timer laufen. Ich brauche Personenschutz. Sende jetzt meine Position. Na dann zau mit dem Senden. Bei mir rennt schon die Zeit. Lassen wir ihn nicht sterben. Weißt du, warum er überlaufen will? Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. 5 Millionen? $5. Sag ich doch, 5 Millionen. Okay. Beeil dich, Rico. Ja, ich gebe Gas. Schneller geht das Greiber da nicht. Die Kraxe fahrt nicht schneller. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Helfen Sie mir. Alter, und ich nehme, ja, schon wieder unter Vollfeuer genommen von den Freunden. So, haben wir aber alle erledigt. Das ist er da. Ich bin Dr. Sino Antidicara aus der Ravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Und ich? Mario, hol den Wagen. Sino. Können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen. Ziele? Du fliegst jetzt da mit dem Helikopter durch die Gegend? Nein, ich weiß nicht. Ah. Meine Kollegin Dima hat versprochen. Ich möchte mich da reinsetzen. Jawohl, an die fette Kanone. Ich brauche ein Haus in Alleinlage und... So,
So. Wie wär's damit? Sie werden nicht sterben. Den muss ich jetzt beschützen, da. Boah, das geht ja urschlecht zum Steuern da. Urzach. Da hinten sind welche auf den Motorrädern, sehe ich gerade. Jawohl, mein Kollege. Aber dem General geht es bei unserer so, nur da hinten Waffen. Kommen die nächsten, sehe ich gerade. Und einige meiner Kollegen getötet. Also. Wow. Freunde, komm, schlägt's euch da. Oh, da ist auch einer dran. Den wollen wir uns auch gleich aufs Rad schießen am besten. Wenn ich's treffen würde, jetzt haben wir's. Ein sauberer Treffer aufs Rad und die Sache ist erledigt. Was? Reno, Flugabwehrstellung deaktiviert. Okay, das heißt, ich bin da gefragt. Yeah. Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Eieieiei. Ein bisschen in Deckung gehen. So, Kollegen, alle die Westen an, schieß doch! Es ist eh nur ein Maschinengewehr, mit dem man da schießt. Nur mein Gott, na, das ist ja Kleinkaliberwaffe, ne? So, deaktivieren. Hacken wir das Zeug. Alles klar, aber halten Sie nach weiteren Stellungen Ausschau. Ah, und da kommen schon wieder. Und ich möchte da rein da. Vorne oder von hinten, das ist halt immer die Frage, aber ich schätze, dass sie von hinten kommen werden. Ja. Wir werden es nicht schaffen! Keine Sorge, Doc! Ey, der Schwede! Ah, der Freund mit Motorrad. Erst voll in die Fresse und er fährt weiter. Die werden mich töten! Jetzt haben wir. Hey, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Komm. Jawohl, und der nächste. Und den müssen wir auch noch erledigen. Schauen, dass ich ihn Reifen triff. Oder im Fahrer ist auch ganz gut. Rico, halt sie mir vom Leib! Die Kiste fliegt gleich auseinander! Ja, ja, Mario. Die sind zarte Typen, das ist nicht so easy. Fahr du, ich schieß, okay? Vorsicht, noch eine Flak. Ah, noch ein Flak, das heißt, ich muss wieder raus. Ist ein bisschen planlos, wenn man mit dem Fallschirm durch die Gegend fliegt. Eher überhaupt da. Schau dir das an, was der aushaltet, Alter. Es ist ja kein Bämmel. So, wo ist da noch einer? Irgendeiner hat noch geschossen. Schon wieder der. Alter Schwede, was ihr aushaltet, Freunde. Das ist ja nicht normal. Auch dieses Ding werden wir hacken. Kommen die jetzt wieder? Ja, die kommen wieder. Was soll das werden, Rico? Gut. Ich denke mal, dass es wieder von hinten kommen werden, die Kollegen. Aber was macht er da oben? Ist der jetzt gegen einen Baum geflogen? Hallo! Opa im Helikopter. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt. Der Opa im Helikopter ist das. Den Rush, den die da starten, kann man nicht abfangen, Alter. Da hinten kommt der Motorrad wieder. Das sind so, die sind nämlich relativ zart zum Treffen, die am Motorrad. Oh, was ist denn da für ein Kollege oben? So, Helikopter auch mitnehmen. Da, das Fahrzeug einmal. Den Motorrad putze da. Ja, das ist gar nicht so einfach, da mit dem Ziel und so. Yeah! Hubinger erledigt. Ah, da ist noch einer.
Okay, noch wo einer. Da hinten. Das ist ein eigener. Ja, dann schleich dich doch da vorne drauf und stellt sich genau in die Schusslinge. Ich könnte jetzt natürlich aussteigen und die auch ganz anders erledigen. Ah, komm. Yeah! Mal ein bisschen Baumarbeiten, Holzarbeiten machen. So. Peinliches zerstört. Wo ist denn jetzt noch einer? Irgendwo muss noch einer rumhängen. Ich muss ja alle vernichten. Ah nein, ich muss dort vorne hin. Habe ich einen Zielpunkt? Oh ja, da wird noch geschossen. Schau. Wo schießt's hier? Weil da rennt ihr euch da gegenseitig nach. Wo? Alter, ich sehe da niemanden. Da steht doch nirgends wer. Was soll die Kacke? Ja, wo? Dort vorne. Okay. Genau von da wäre ich getroffen. Da steht diese Socke. Da. So. Versteckt sie da, der Loser. Wir wurden gewisse Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt. Und Land. Wir können sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn sie wollen. Tima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Naja, zu Professor Zehner gefällt mir eigentlich nur Folgendes ein. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Dark and Carry, Dark and Carry, Dark and Carry, Dark and Carry, Dark and Carry. Afa, 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 Afa. Alles klar? Das checkt, was ich meine? Ja. Okay, ich denke schon. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr verstanden habt, was Hallo? Ich jetzt mit der Anspielung ja, ich frage da gemeint habe. Wohin der Strom von Vis Electra umgeleitet wird. Ich habe aber eine Hypothese. Befreie weiterhin Provinzen auf Insula Fonte. Das würde die Interferenzen durch die Ravellos Militärinfrastruktur aufheben. Kann man den auch herrichten und tunen, den Traktor? Yeah, yeah. Da fahren wir ein bisschen den Zaun nieder. Fahren wir aufs Feld mit dem Traktor, ha? Machen wir da ein bisschen. Ja, die stellen sich nachher wieder auf. Geil, haha. Okay, ja, ich würde sagen, das war's auch wieder schon einmal für die Folge. Haben wir immerhin eine ganze Mission untergebracht. Und wenn ich das jetzt recht verstanden habe, müssen wir da jetzt wieder Provinzen befreien. Oder es gibt natürlich eine andere Mission. Da wäre was. Was kann das Zeug? Befreie zwei mehr zum Freischalten. Okay. Aber sie hat gesagt, ich soll auf der Insula Fonte, das ist das Zeug da. Ich glaube, das ist auch, das gehört auch dazu. Zwei Provinzen befreien. Eine habe ich da schon. Da habe ich auch eine. Und ich glaube, da war ich auch schon ein bisschen tätig, oder? Das heißt, die ist auch nicht allzu groß, da diese Provinz. Oh, da ist was auf der Insel auch, das gehört sicherlich dazu. Dann würde ich sagen, da irgendwo einmal werden wir anfangen, die Provinzen einzunehmen. Das gibt's allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!